Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle uns jetzt mit der ganzen Liebe des Vaters, die sich gerade durch seinen Sohn offenbart hat. Wir bitten dich jetzt, Heiliger Geist, öffne unsere Herzen, dass sie immer dir verstehen dürfen, die große Barmherzigkeit Gottes, die sich auch offenbart hat, gerade durch die Botschaft von Jesus, an Schwester Faustina. Wir bitten dich jetzt, bereite unsere Herzen. Durch dein Sterben am Kreuz, Jesus, befrei uns von allen negativen Bindungen und Einflüssen, die uns hindern, gut zu verstehen, das, was du uns sagen möchtest. Öffne unser Herz für die große Barmherzigkeit, die du jedem von uns schenken möchtest. Zeige uns deine Barmherzigkeit. Lass sie uns heute tief erfahren, dass sie umgeben sind von dieser Barmherzigkeit. Und wir bitten dich jetzt, himmlischer Vater, du ströme uns mit deiner Liebe, mit deiner barmherzigen Liebe und umfange uns. Maria, du Königin des Friedens, Mutter der Barmherzigkeit, sei jetzt mit uns. Ihr Heiligen und Engeln. In besonderer Weise laden wir jetzt ein, Schwester Faustina mit uns zu sein. Johannes, Paulus II. Dass wir die verstehen dürfen, dieses große Geschenk, das Jesus uns gemacht hat. Wir wollen dich jetzt bitten, unser Schutzengel. Er bitte uns, diese Gnade, dass sie gut hören können, gut verstehen können. Erzengel Michael, beschütze uns jetzt. Und gib uns jetzt dass nichts negatives, nichts negatives uns stören kann dass wir eingetaucht sind jetzt in diesen schutz des kostbaren blutes dass wir umgeben sind vom mantel mariens und dass wir jetzt in einer besonderen weise sein dürfen in dieser liebenden gegenwart gottes so segne uns der vater der sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir haben heute schon sehr viel gehört von der Liebe Gottes, aber einen Satz muss ich noch ergänzen, um zu verstehen, wie der Vater uns wirklich liebt und welches Geschenke uns auch macht. Er sagt zu Maria Eugenia: Ich will, dass ihr Zeug meiner unendlichen und erbarmenden Liebe seid. Es genügt mir nicht, euch meine Liebe gezeigt zu haben ich will euch dazu mein herz öffnen aus dem eine erfrischende quelle entspringen wird an der alle menschen wieder neu aufleben werden dann werden sie die freuden verkosten die sie bisher nicht gekannt haben wegen der ungeheuren last einer übersteigerten angst vor mir ihrem zärtlichen vater seid ich den Menschen einen Retter versprochen habe, ließ ich diese Quelle hervorsprudeln und ich ließ sie durch das Herz meines Sohnes strömen, damit sie bis zu euch gelangt. Doch mein, meine unermessliche Liebe zu euch lässt mich noch mehr tun, indem ich mein Innerstes eröffne, aus dem dieses Wasser des Heiles für meine Kinder sprudelt. Und ich erlaube ihnen umsonst, all das zu schöpfen, was für sie für Zeit und Ewigkeit gedacht ist. Er, mein Sohn, ist das Gefäß dieser Quelle. Da können, daher können die Menschen aus seinem Herzen schöpfen, das immer bis zum Überfließen mit dem Wasser des Heiles gefüllt ist. Das ist so auch diese Überleitung. Die Quelle kommt aus dem Herzen des Vaters und fließt eben durch das Herz Jesu zu uns. Dann verstehen wir vielleicht auch das, was Jesus offenbart hat, Schwester Faustine, in einem ganz neuen Licht. Schwester Faustine Kowalski ist 1905 geboren, war das dritte Kind von zehn Kindern, ist dann 1925 eingetreten bei den Schwestern der Mutter Gottes der Barmherzigkeit. Und sie wurde die Botin der Barmherzigkeit. Und ist dann 1938 am 5. Oktober gestorben mit 33 Jahren, so wie Jesus ja, die Botin der Barmherzigkeit. Und das ist so ein großes Geschenk, ja, dass sie so ein Werkzeug sein durfte, um uns diese Barmherzigkeit Gottes zu zeigen, zu offenbaren. Ich selbst war ja schon öfters in Krakau und gerade wenn man so am Grab von der Schwester Faustine ist, da spürt man diese... Liebe diese Barmherzigkeit und diesen Ort der Gnade für die ganze Welt. Und ich möchte mit euch so ein paar Worte auch meditieren, was sie so von Jesus gehört hat, in dieser großen Hingabe, in diesem ja, Sich-Verschenken, Werkzeug zu werden, die Barmherzigkeit dieser Welt zu offenbaren. Es ist ein großes Geschenk, das wir haben. Johannes Paulus II. Hat dieses Geschenk wirklich entdeckt und auch uns so bereitet, dass das alles verwirklicht werden konnte, was Jesus gebeten hat. Gerade auch in diesem Fest Sonntag der Barmherzigkeit nach Ostern. Und das ist so ein Geschenk für unsere heutige Zeit, dass wir gerade, wenn wir jetzt in dieser Barmherzigkeitstunde sind, ja, wollen wir diese Barmherzigkeit Gottes wirklich annehmen. Für uns, aber auch für die ganze Welt. Und ich bringe euch so ein paar Worte, die sie gehört hat. Und das ist ja auch ganz bekannt, dass sie ja ein, einen Auftrag bekommen hat, ein Bild zu malen. Ja? Ihr seht dieses Bild, das weltbekannte Bild des barmherzigen Jesus. Und Jesus sagte, male ein Bild. Nach dem, was du siehst mit der Unterschrift, Jesus, ich vertraue auf dich. Und ich wünsche, dass dieses Bild verehrt wird, zuerst in eurer Kapelle, dann auf der ganzen Welt. Und ich verspreche, dass jene Seele, Seele die das Bild verehrt, nicht verloren geht. Ich verspreche auch schon hier auf Erden den Sieg über Feinde, besonders in der Stunde des Todes. Ich werde sie verteidigen wie meine Ehre. Ein ganz großes Geschenk, auch gerade auch dieses Bild. Was bedeuten jetzt diese Strahlen, die aus dem Herzen Jesu hervorgehen? Der weiße, das Wasser, bedeutet, die Seele wird gerechtfertigt. Der rote Strahl, die roten Strahlen, das Blut, das das Leben der Seele ist. Das hat Jesus selbst gesagt über dieses Bild. So darf ich das wieder zurückgeben. Und dann sagt Jesus zu ihr, mein Herz ist überfüllt von großer Barmherzigkeit für die Seelen. Das ist unser Gott. Voller Barmherzigkeit ist er, nicht der Richtende Gott. Besonders für die armen Sünder, können sie doch nur verstehen, dass ich für sie der beste Vater bin. Für sie sind aus meinem Herzen Blut und Wasser geflossen, wie aus einer Quelle, die mit Barmherzigkeit überfüllt ist. Seht ihr diese Quelle des Vaters, die mit Barmherzigkeit überfüllt ist, wie das so zusammenhängt, ja? Vater und Jesus sind ja eins. Für sie sind aus meinem Herzen Blut und Wasser geflossen, wie aus einer Quelle, die mit Barmherzigkeit überfüllt ist. Für sie wohne ich im Tabernakel. Als König der Barmherzigkeit will ich die Seelen mit Gnaden beschenken. Doch sie wollen sie nicht annehmen. Sie wollen sie nicht annehmen. Und wir führen diesen Schmerz. Die Menschen wollen diese Barmherzigkeit nicht annehmen. Und dann sagt er einen großen Auftrag: Komm wenigstens du so oft wie möglich zu mir und nimm die Gnaden entgegen, die andere nicht haben wollen. Das dürfen wir auch ganz persönlich hören. Ja? Komm auch du, ja, komm auch du so oft wie möglich zu mir und nimm diese Gnaden an, ja. Nimm die Gnaden an, die andere nicht haben wollen, und du wirst dadurch mein Herz trösten. Also wie kann ich Jesus trösten, indem ich die Gnaden annehme, stellvertretend für die anderen? Durch eine wunderbare Berufung, oder? Ich darf die Gnade für die anderen annehmen. Das sagte Jesus sehr klar und deutlich. Die sie nicht annehmen, ja, wir sind da vor ihnen. Mein Herz wird mit Undankbarkeit und Vergessenheit der Seelen, die in der Welt leben, Gedrängt, ja, diese Undankbarkeit verletzt den Herrn. Ja. Für alles finden sie Zeit, nur zu mir zu kommen, um Gnaden zu erhalten, haben sie keine Zeit. Seht ihr, und das sagt Jesus 1931, ja, muss ich das mal vorstellen, ja. Für alles haben sie Zeit. Für mich nicht. Für mich haben sie keine Zeit. Das ist das nicht schmerzhaft? Gerade heute, wo wir noch viel mehr mit anderen Dingen beschäftigt sind. Wir haben keine Zeit. Auch keine Zeit, diese Gnade anzunehmen. Und das hat Konsequenzen. Umso mehr ist es wichtig, dass wir hören auch diesen Ruf Gottes an uns persönlich. Ich brauche dich. Ich brauche dich, dass du meine Barmherzigkeit annimmst. Und das wollen wir auch in besonderer Weise tun. Und wenn wir diese Worte jetzt hören, dann wollen wir auch Ja sagen. Ich möchte wirklich der sein, der diese Barmherzigkeit annimmt. Und dann sagt Jesus weiter zu ihr, noch bevor ich als gerechter Richter komme, komme ich als König der Barmherzigkeit. Bevor der Tag der Gerechtigkeit anbringt, wird der Mensch noch folgendes Zeichen am Himmel sehen. Alles Licht am Himmel erlischt und große Finsternis wird auf der ganzen Erde sein. Dann erscheint das Zeichen des Kreuzes am Himmel. Und aus den Öffnungen, wo die durchbohrten Hände und Füße des Erlösers waren, werden große Lichter durchfluten, die eine Zeit lang die Erde beleuchten. Das wird kurz vor dem jüngsten Tag sein. Da zeigt sich noch einmal in ganz großer Weise die Barmherzigkeit Gottes. Und alle Menschen werden Jesus erkennen. Und auch erkennen er, der Barmherzige. Wir merken, bis zum letzten Moment ringt Gott. Meine Seele, dass Sie das einmal verstehen. So wichtig sind wir für Gott. Denken wir noch einmal an unsere Schöpfung im Herzen des Vaters. Er schaut mich an mit großer Liebe. Gibt seinen Plan hinein in mein Leben. Will mich heilig haben. Und was macht der Mensch? Und was macht oft der Mensch? Will nicht. Ich möchte meinen Weg gehen. Ich weiß es besser als du. Ich möchte dieses Leben genießen, auch wenn ich in der Sünde lebe. Aber das ist eine Konsequenz. Und die Menschen, die Seelen denken nicht daran, dass es einmal einen Tag gibt, wo ich vor dem Herrn stehen werde. Und das ist Realität. Ob jemand glaubt oder nicht glaubt, dieser Tag kommt. Und dann stehe ich vor dem Herrn. Und ganz plötzlich darf ich dann sehen, so mein Leben Sie wissen viele Menschen haben so Nahtod-Erfahrungen machen dürfen haben schon gesehen wenn sich die Seele löst vom Leib ja dann kommt so diese Erfahrung des Lichtes so die erste Umarmung des Vaters was jede Seele erleben darf aber dann kommt auch die Stunde der Wahrheit wo alles so ans Licht kommen wird was ich in meinem Leben getan habe ich denke so an Gloria Bolo diese Zahnärztin aus Kolumbien, die in einer besonderen Weise das erlebt hat. Ja. Auch ihr persönliches Gericht, die hat ja nie geglaubt, dass es so etwas gibt. Nicht? Bis sie dann vom Blitz getroffen worden ist und wirklich auch das erleben durfte. Oder musste, besser gesagt. Die Dramatik auch zu erkennen, was habe ich getan mit meinem Leben. Was habe ich aus meinem Leben gemacht. Ich habe das alles nicht getan, was Gott von mir wollte. Habe seine Liebe zurückgewiesen. Und jetzt steht sie im Abgrund. Ich werde nie vergessen jeden Vortrag, den ich in Brasilien hören durfte. Dieses dramatische, noch einmal erleben dessen, was sie damals erlebt hat im Koma. Wo sie geschrien hat vor tausend Leuten, lass mich da nicht reinfallen. Sie hat gespürt, wenn ich da jetzt hineinkomme, am Fuße des Fegefeuers, wo die Hölle sozusagen beginnt, der Schlund sich öffnet, dann komme ich da nie wieder heraus. Und diesen Schrei, den kann ich nie vergessen. Weil er mich tief erschüttert hat über diese Realität. Und was hat sie gerettet? Sie hat ihr ganzes Leben gesehen. Jede, jeden Moment, alle Sünden hat Jesus gezeigt. Sie hat es wirklich erkennen müssen. Ja, mein Ort ist eigentlich der, wo ich jetzt hinkommen soll. Aber dann hatte sie einen Satz gesagt. Im Blick, als sie ihre Mutter gesehen hat, ein bisschen weiter oben im Fegefeuer hat sie gesagt, Jesus, erbarme dich meiner. Und dieses Jesus, erbarme dich meiner, diese Barmherzigkeit anzurufen, war eigentlich der Gnadenmoment, wo sie wieder sozusagen das Leben geschenkt bekommen hat. Jesus hat sie geheilt, ihr ganze verbrannte Körper, ja, sie hat ja kaum eine Lebenschance gehabt, die Brüste waren verbrannt, alles war kaputt, hat alles neu gemacht damit sie Apostel dieser Barmherzigkeit, Jesus, werden kann in unsere Zeit hinein, aber auch die Realität. Wir werden einmal vor diesem Herrn stehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Barmherzigkeit Gottes wirklich annehmen, für unser Leben und auch für die anderen. Ein Mensch, den ich so gut kenne, kommt einmal zu mir und sagt, ich komme sowieso in die Hölle. Hat er mir so gesagt, da habe ich gesagt: Pass auf, das stimmt nicht. Aber merke dir einen Satz. Wenn du wirklich einmal vor dem Herrn stehen wirst, dann sage wenigstens: Jesus, erbarme dich meiner. Dann wird dir das geschenkt werden, ja, dass du hineinkommst auch in diese große Vergebung Gottes. Jesus erbarme dich meiner. Das ist diese Barmherzigkeit und wir spüren aus diesen Worten Jesu, wie diese Barmherzigkeit ja fließt, ja sie, du strömt die ganze Welt, aber sie muss angenommen werden. Ich komm du wenigstens zu mir, sagt Jesus und nimm die Barmherzigkeit an. Könnten wir doch auch einmal machen, oder? Es gibt so viele Möglichkeiten. Wie oft gehen wir bei einer Kirche vorbei, denken uns gar nichts. Und ich könnte ja zum, zur Kirche schauen oder vielleicht auch hineingehen und sagen: Jesus, ich nehme heute die Barmherzigkeit an für die ganze Welt. Ja? Ich bin heute hier. Ich bin da. Ich nehme sie an für die ganze Welt, für alle, die jetzt Krieg führen, die Krieg wollen. Ich durfte mal Exerzitien halten in Serbien. Ja? Ich, komme, ich, sehe, ich komme sehr viel herum. Ja? Und der Pfarrer führt uns in eine Filiale. Und in dieser Filiale waren fünf Großmütter. Die sitzen alle auf einer Bank. Ja, unsere Kinder sind in Ungarn, in Österreich, in Deutschland, wir sind hier. Sie sitzen vor der Bank, vor der Kirche. Ja? Dann sage ich zu Ihnen, ihr könntet ja für eure Kinder beten, nicht? Warum setzt ihr euch nicht in die Kirche hinein ja? und betet für eure Kinder? Nehmt die Barmherzigkeit Gottes an. Und seitdem beten sie um 3 Uhr in der Kirche. Seht ihr, so kann man mir ja auch Menschen motivieren, doch ich kann doch auch in der kirche sitzen ja vor jesus sein und ich bin jetzt da ich bin da das ist ich bin da auch für dich ja es gibt so eine schöne erzählung von einem bettler aus paris der immer in der, vor der kirche gebettelt hat ja? und eine frau hat ihm immer, immer etwas gegeben zum essen so aber er ist immer hineingegangen ja und hat gesagt jesus da bin ich jetzt ich bin da. Einfach, ich bin bei dir. So um Jesus Gesellschaft zu leisten, um eben da zu sein, dass Jesus nicht allein ist. Ich bin jetzt einfach da. Ich bin's der Paul. Hat sich so Jesus vorgestellt, ja? Ich bin's der Paul. Und dann plötzlich war einmal dieser Mann nicht da. Die Frau, die gesucht, wo ist dieser Mann? Findet ihn in einem Krankenhaus in Paris. Aber ganz anders. Gut gekleidet, ganz neu. Ja, was ist denn mit dir geschehen? Und er erzählt er folgendes. Er liegt im Bett, plötzlich öffnet sich die Tür, ein weiß gekleideter Mann kommt herein und sagt: Ich bin's, Jesus und heilt ihn. Seht ihr dieses. Annehmen der Gnade. Vielleicht ist es für uns so wichtig, dass wir gerade in dieser Gnadenstunde von drei bis vier wirklich die Gnaden annehmen, die Gott bereitet hält für diese ganze Welt. Das ist ein für mich sehr wichtiger Moment, gerade in der jetzigen Zeit. Ja? Und dann sagt er mir, Jesus, meine Tochter, Künde der ganzen Welt von meiner unbegreiflichen Barmherzigkeit. Ich wünsche, dass das Fest der Barmherzigkeit Zuflucht und Unterschlupf für alle Seelen wird, besonders für die armen Sünder. Seht ihr, Jesus sagt die armen Sünder, denn er weiß, Menschen, die hartnäckig sind und nein sagen, ja, kommen in die Hölle. Sie entscheiden sich selbst für die Hölle, nicht er macht das, die Menschen selber. An diesem Tag ist das Innere meiner Barmherzigkeit geöffnet. Ich gieße ein ganzes Meer von Gnaden über jene Seelen, die sich der Quelle meiner Barmherzigkeit nähern. Muss ich mir vorstellen, ein ganzes Meer von Gnaden kommt zu uns. Nicht nur ein kleiner Strom, ein Meer, ein Fluss. Ja? Das heißt, das Meer der Gnade ist offen für die ganze Welt. Aber es braucht Menschen, die das annehmen. Jene Seele, die beichtet, die Heilige Kommunion empfängt, erhält vollkommenen Nachlass der Schuld und der Strafen. An diesem Tag stehen alle Schleusen Gottes offen, durch die Gnaden fließen. Keine Seele soll Angst haben, sich mir zu nähern, auch wenn ihre Sünden rot wie Scharlach wären. Keine Seele soll Angst haben. Seht ihr wieder diese Angst, die wir schon gehört haben. Die Menschen haben Angst vor dem Vater, Angst vor Gott. Nein. Gott ist die Liebe und eine Seele, die umkehrt, ja. Das ist die größte Freude. Wir haben gestern gehört vom vom, vom verlorenen Sohn. Fest im Himmel, nicht? Ein, eine Seele, die umkehrt, ja. Und stellt euch einmal vor, wenn wir jetzt, wenn wir helfen können, dass Seelen umkehren, dann gibt es ja noch ein großes Fest. Aber auch einmal mit uns dann. Schau, das sind die Seelen, die durch dein Wirken, durch dein Gebet, durch dein Opfer in den Himmel gekommen sind. Das ist ein Fest, das uns erwarten wird. Freuen wir uns darauf. Denn alles, was wir tun, ja, damit diese Menschen gerettet werden, das ist das, was wir einmal im Himmel als Lohn bekommen werden. Dann heißt es weiter von Jesus, meine Barmherzigkeit ist so groß. Das in der ganzen Ewigkeit durch keinen Verstand, weder von Menschen noch von Engeln, ergründet werden kann. Also die unbeschreibliche Barmherzigkeit Gottes kommt da zum Ausdruck. Das kann man nicht fassen, kann man auch menschlich nicht verstehen. Was ist das für ein Gott, der, der so barmherzig ist, dass das alles vergibt? Nicht? Schwester Faustin hat es mal leben dürfen, ja? 1937, die Sünden der ganzen Welt. Und sie hat nur gefragt, wie kann Gott die Welt noch erhalten, noch am Leben lassen? So schwer ist diese Sünde. 1937, bitte. Was ist jetzt in unserer Zeit? Ein Vielfaches mehr. Aber das sehen wir. Das ist die Liebe Gottes. Er schaut immer noch auf alle Seelen, die er geschaffen hat. Auf jede Seele, ja? die ist ihm so wichtig. Und er möchte alles tun, dass die Menschen doch noch gerettet werden. Das ist seine Liebe und das zeigt sich in seiner barmherzigkeit gerade das was wir hier von jesus hören an schwester faustine das fest der barmherzigkeit ging aus meinem inneren hervor ich wünsche dass es am ersten sonntag nach ostern feierlich begangen wird die menschen wird keinen frieden finden solange sie sich nicht zur quelle meiner barmherzigkeit hinwendet habt ihr genau gehört die menschen wird keinen frieden finden solange sie sich nicht dieser barmherzigkeit hinwendet. Ja, wer will denn das heute noch hören? Wenn ich nicht einmal an die Sünde glaube, dann brauche ich ja keine Barmherzigkeit. Aber wir, die es, wir es verstehen, ja, und das ist für mich ganz wichtig, dass jeder, der das auch hört und auch wirklich berührt hat, weiß, ich bin ein Werkzeug für diese Barmherzigkeit. Ich nehme diese Barmherzigkeit an und bitte Gott um Vergebung für die Sünden auch unserer Generation. Das ist so entscheidend. Vater, verzeih! Verzeih, was deine Kinder tun, ja, ich mit eingeschlossen, ja. Aber ich möchte dich wenigstens lieben an der Stelle der Menschen, die das nicht tun. Ich möchte deine Barmherzigkeit annehmen für die Menschen, ja, die es nicht tun. Und Gott hat uns ja hier auch gerade geschenkt, du Schwester Faustina, auch diesen Barmherzigkeitsrosenkranz, ja. Wie wichtig es ist, wir opfern den Vater auf, den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit. ist deines übers allen geliebten Sohnes. Zur Vergebung unserer Sünden, die Sünden der ganzen Welt. Da möchte ich euch ein schönes, für mich sehr tiefgehendes Beispiel sagen, dass Sie verstehen, was die Barmherzigkeit Gottes wirklich ist. Und wie er jede Seele retten möchte, auch durch diesen Rosenkranz, den wir wirklich beten sollen. Er soll ein Teil unseres Gebetslebens werden, ja, der Barmherzigkeitsrosenkranz nicht durch sein schmerzhaftes Leiden, habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Es ist so wichtig jetzt, genau dieses Erbarmen herunterzurufen. Da wurde ich eingeladen von einem Menschen, der mir sehr nahe ist. Dieser Mensch hat sehr lange für seinen Vater gebetet. Für ihren Vater gebetet. Dieser Vater wollte von Gott überhaupt nichts wissen. Überhaupt nichts. Aber sie hat gebetet, gebetet und gebetet. 14 Tage vor dem Tod war noch mal die Möglichkeit, ob ein Priester vielleicht kommen könnte und sollte, nicht, um ihn vorzubereiten. Ja? Nein. Ihr wisst, dieses Nein ist schon ein sehr hartes Wort. Das braucht noch einmal eine große Gnade. Ja? Nein. Dann sagt sie zu mir, ich bitte dich, fahr doch mit mir. Fahr mit mir ins Altersheim. Es war ein sehr langer Weg. Corona-Zeit. So, aber der liebe Gott hat die Türen geöffnet. Wir waren bei ihm. Er konnte nicht mehr sprechen. Und so haben wir stellvertretend wirklich dieses göttliche Erbarmen herabgerufen und haben um Vergebung gebeten für die Sünden, ja, die wir so wussten. Und plötzlich schaue ich auf sein Gesicht und ich sehe, wie die Tränen herunterfließen. Ja, diese Tränen, ich sage Tränen der Reue, des Erkennens in dieser Gnade. Ja. Und wir haben lange gebetet, auch den Barmherzigkeitsrosenkranz gebetet für ihn. Und dann mussten wir wieder gehen. Und am nächsten Tag ist er gestorben und dann bekam ich ein Foto von ihm. Er hat nur gelächelt. Dann verstehe ich, eine Seele zu retten. Ja, das ist so was Wunderbares. Das ist eine Aufgabe, ja, denn ich weiß, dass mein Gebet, wo ich die Barmherzigkeit Gottes herabrufe für die einzelnen Seelen, wirklich was verändert und tut. Ist das nicht eine schöne Berufung? So, die Barmherzigkeit Gottes herabzurufen, die Hände ausgesteckt zu haben, Herr, ich bin vor dir. Ich nehme diese Barmherzigkeit an für die ganze Welt. Ja, da gibt es noch Hoffnung. Also ich habe schon noch Hoffnung für die Welt. Wenn ich das weiß, habe ich Hoffnung. Weil ich weiß, wir können so viel verändern. Wenn wir das tun, was Gott uns sagt, nimm wenigstens du die Barmherzigkeit an, die andere ablehnen. Dieses Wort vergesst nicht, dass ich da fünf Minuten in eine Kirche gehe, auch wenn ich vorbeifahre, kann ich ja auch hinschauen. Ich nehme die Barmherzigkeit an. Gott ist ja nicht so kleinlich, nicht? Er gibt die Barmherzigkeit auch auf die Straße hin, wenn ich darum bitte. Ja. So versteht ihr, es geht darum. Menschen müssen das verstehen. Jetzt ist die Zeit der Barmherzigkeit. Noch nie hat Gott es sich so offenbart. Und er sagt: Bevor ich als Richter komme, komme ich mit, mit der großen Barmherzigkeit in diese Welt. Und das sagt uns der Herr. Er selber. An einer anderen Stelle heißt es, meine geliebte Tochter, schreibe die Worte, mein Herz hat heute in deinem Kloster Rast gefunden. Künde der Welt von meiner Barmherzigkeit, von meiner Liebe. Ja, findet das Herz Jesu auch in unserer Familie Rast? Findet Gott in meinem Herzen Rast? Denken wir mal nach. Bin ich bereit, dass Gott zu mir kommt und wirklich das so auch an mir tut? und durch mich tut? Künde der Welt von meiner Barmherzigkeit, von meiner Liebe, die Strahlen der Barmherzigkeit brennen mich, heißt es hier. Ich will sie über die Seelen der Menschen ergießen. Über die Seelen der Menschen ergießen die Barmherzigkeit. Und dann sagt er, oh, welchen Schmerz bereiten sie mir, wenn sie die Annahme verweigern. Nein, ich brauche es nicht. Auch Gloria Polo hat es bitte verweigert. Und das ist ja interessant. Ja? Als sie vom Blitz getroffen war, war sie ganz verbrannt, war schwerst verletzt, lag so im Korridor, es gab keinen Platz im Krankenhaus. Und plötzlich sieht sie Jesus. Sieht sie Jesus und sagt zu ihr: Heute wirst du meine Barmherzigkeit brauchen. Und wisst ihr, was sie gesagt hat? Nein, ihr Diamantring war ihre, ihre Sorge. Was geschieht mit ihrem Diamantring am Finger? Könnte ich das einmal vorstellen? Das ist, wenn wir so verblendet sind im Geist dieser Welt. Er wir, sehen wir nicht die Notwendigkeit der Barmherzigkeit für unseren letzten Moment, wo wir sterben werden. Erst wie sie gerufen hat, Herr, erbarme dich meiner, hat er ihr diese Gnade geschenkt und sie ist die, auch eine apostolin geworden dieser barmherzigkeit gottes. jesus sagt weiter meine tochter tue was in deiner macht steht um die anbetung meiner barmherzigkeit auszubreiten was dir fehlt werde ich ergänzen sage der leidenden menschheit sie möge sicher mein barmherziges herz schmiegen und ich will sie mit dem frieden erfüllen. da ist es nicht die antwort auf die heutige situation in der welt nach osten ukraine noch einmal sie mögen sich an mein barmherziges herz schmiegen die menschheit na wie viel bleiben da über der sich an das herz schmiegen wollen vielleicht eine handvoll ja aber wir die es wollen schmiegen uns an dieses herz stellvertretend für alle menschen da bewegt sich doch was oder wer versteht unsere berufung ja so wie schwester faustina war die wirklich das aus ihre Berufung erkannt hat, ich bin vor dem Herrn für alle Menschen. Sage meine Tochter, dass ich ganz Liebe und Barmherzigkeit bin. Wenn sich mir eine Seele mit Vertrauen naht, erfülle ich sie mit so gewaltiger Gnade, dass sie diese Gnade in sich selbst nicht fassen kann und dass sie auf andere Seelen ausstrahlen wird. Stell ich mal vor, nicht? Ich nahe mich dieser Barmherzigkeit Jesu und werde plötzlich zu seinem Werkzeug. Das ist nicht wunderbar. Seht ihr diese große Liebe Gottes, die sich da hier offenbart. Seelen, die den Ruhm meiner Barmherzigkeit verbreiten, beschütze ich ihr Leben lang, wie eine zärtliche Mutter ihren Seuchen beschützt. Und in der Stunde des Todes werde ich ihnen nicht Richter, sondern Barmherziger Löser sein. In dieser letzten Stunde hat die Seele nichts. Zu ihrer eigenen Verteidigung als meine Barmherzigkeit. Meine Barmherzigkeit. Denn wenn wir erkennen, und das ist für uns ganz wichtig zu verstehen, wenn wir erkennen im Augenblick des Todes all unsere Sünden, ja, was soll ich dann noch sagen? Ich habe sie nicht gebeichtet, ich habe sie nicht bereut, sie stehen da. Und der Ankläger ist da und schreit: Die gehört mir, schau die Sünden. Da kann ich nur auf Jesus so schauen, erbarme dich meine. Und mich wirklich berufen auch auf diese Aussage, ja, dass seine Barmherzigkeit mich in der Todesstunde dann retten wird, wenn ich sie anrufe. Oder auch, wenn ich bei einem Sterbenden bin, ja, dass ich das stellvertretend für ihn auch wirklich tue. Ich nehme die Barmherzigkeit Gottes an stellvertretend für diese Person. Da tut sich etwas. Glaubt das. Es kann eine Seele retten, bin ich ganz überzeugt. Der Vater selbst sagt das einmal in, einer, in seiner Botschaft der Maria Eugenia, was mich auch immer wieder so neu berührt. Da sieht man die Liebe Gottes, die für jede Seele kämpft, wirklich kämpft. Er beschreibt so eine Seele, die er wunderbar geschaffen hat. Er hat alles hineingelegt, hat diesen Menschen auch sehr gesegnet hat ihm viel vermögen geschenkt auch ein materiellen und hat immer wieder geklopft an sein herz aber die seele sagt nein 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 und dann kommt so der moment auch wo der vater so eine krankheit ihr geschenkt hat auch als moment nachzudenken ja warum lebe ich denn überhaupt was ist der sinn meines lebens was ist das ziel meines lebens bin ich bereitet für das ziel für den himmel bin ich da bereitet muss ich das einmal so vorstellen ja wir schieben diesen moment eines sterbens so hinaus ja ich habe ja noch zeit ja wer hat zeit wir wissen sie zeit nicht wir haben heute bei der predigt gehört fünf junge männer sind gestorben bei einem autounfall wir kennen nicht diesen Moment. Also schieben wir das nicht hinaus, sondern das Bereitetsein, auch vor dem Herrn zu stehen, ist jetzt wichtig. Jetzt muss ich mich bereiten. Und da ist es auch wichtig zu verstehen: Gott gibt mir immer wieder Chancen. Auch dieses Seminar ist ein so ein Moment, wo Jesus an mein Herz klopft: der Vater, ja, bring doch dein Leben in Ordnung. Mach eine gute Lebensbeichte. Ja, und vergib alle Menschen und bitte um Vergebung. Ordne dein Leben, damit du bereitet bist. Aber dieser Mann hat nicht reagiert auf das, was der Vater ihm so angeboten hat, auch in dieser Krankheit. Und das sagt der Vater so: Jetzt kommt der Moment des Sterbens. Also diese Seele hat Nein gesagt. Was macht der Vater? Der Vater ruft seine Erwählten, das sind also wir, die beten für die Rettung der Seelen. Er ruft seine Erwählten zu beten. Und dieser Mensch im Sterben schon, also nach außen hin, ist er schon. De facto gestorben und doch in diesem letzten Hauch des Lebens erkennt er in der Gnade den Vater, schaut auf ihn und sagt: Vater, jetzt erst erkenne ich dich. Verzeih mir, dass ich dich mein ganzes Leben nicht erkannt habe. Ich bereue all das, was ich getan habe. Und der Vater sagt eben: In diesem Moment bekommt er die Gnade, gerettet zu werden durch das Gebet. Der Erwählten. Versteht ihr, wie es wichtig ist, für eine Seele zu beten? Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Da darf ich Werkzeug sein für die Barmherzigkeit Gottes zu beten, dass die Seelen in den Himmel kommen. Also für mich ist das ein so ein wichtiger Moment, ja, weil ich merke gerade in der heutigen Zeit braucht es Menschen, die wirklich beten. Und ich denke an die vielen Menschen, die vielleicht im Altersheim sind, die nicht gehen können, die einfach fragen: Was ist der Sinn meines Lebens? Warum lebe ich überhaupt noch? Warum kann ich nicht sterben? Ja, wisst ihr, warum ihr nicht sterben könnt? Weil Gott euch braucht. Er braucht euer Gebet, dass die Menschen gerettet werden. Das ist so eine große Berufung. Ja. Ich darf beten, dass die Seelen gerettet werden. Denken wir an die Kinder von Fatima, die es verstanden haben. Die haben die Hölle gesehen. Ja. Sie haben wirklich verstanden, dass Gebet und Opfer bewirkt etwas. Rettet Seelen. Was haben die Kinder alles gelitten? Denken wir der hier Zinter, die ohne Narkose operiert worden ist, die das alles aufgeopfert hat, damit Seelen gerettet werden. Ist das für uns ein, ein Motiv des Lebens? Ich bin da, die Barmherzigkeit Gottes anzunehmen. Ich denke, viele Menschen, gerade wenn sie so ihre Arbeit beendet haben, dann kommen sie oft in eine Krise. So was ist das Ziel meines Lebens? Ich habe bis jetzt gearbeitet. Manche wollen noch weiter arbeiten, damit sie nicht in diese Sinnkrise kommen. Ich biete ihm eine gute Arbeit an. Ja? Es gibt einen Dienstgeberwechsel. Ja? Das heißt, der liebe Gott wird mein neuer Dienstgeber und ich arbe arbeite für ihn. Ja, bis zum Ende meines Lebens darf ich durch Gebet, Opfer und durch die Annahme meines Leidens mithelfen für die Rettung dieser Welt. Das ist für mich so ein entscheidender Moment. Ich hoffe, dass ihr auch. Versteht, dieses Schrei Jesu hier, dieses Wort. Ja, warum nimmt das niemand an? Ich sehe das sein Leiden und ich kann ihn auch trösten und soll ihn trösten. Sie sagt dann weiter. Sie wollte dann eigentlich auch schon sterben und hat gedacht, Jesus, ich dachte, dass du mich schon mitnimmst. Und Jesus sagt, noch hat sich mein Wille in dir nicht ganz erfüllt. Du bleibst noch auf Erden. Aber nicht mehr lange. Dein Vertrauen gefällt mir, doch die Liebe soll noch stärker sein. Reine Liebe verleiht der Seele Kraft im Sterben. Im Sterben am Kreuz dachte ich nicht an mich, sondern an die armen Sünde. Und ich betete für sie zum Vater. Ich will, dass deine letzten Augenblicke meinen am Kreuz ganz ähnlich werden. Es gibt nur einen Preis, für den man Seelen erkaufen kann. Das sind Leiden, die mit meinem Leiden am Kreuz verbunden sind. Ein ganz wichtiger Satz zu verstehen auch, warum lässt manchmal Gott ein Leiden zu. Dieses Leiden vereint mit seinem Kreuz. Ja, wir haben gehört, ja, er kauft die Seelen. Und er sagt auch zur ihn eine stunde lang wenn du meine leiden betrachtest ist ein großer verdienst ist noch vielmehr ein ein verdienst als sich geißeln zu lassen was damals vielleicht noch möglich, möglich war sich selbst zu geißeln. ein größerer verdienst wenn's du wenn du meine schmerzen und mein leiden betrachtest und dann sagt sie noch einmal deine aufgabe und pflicht hier auf erden ist es barmherzigkeit für die Ganze Welt erbitten. Für die ganze Welt. Merkt ihr, wie umfassend diese Barmherzigkeit Jesu die so ist? Die ganze Welt. Und das ist die Aufgabe von Schwester Faustina, aber auch unsere Aufgabe. Betet für die ganze Welt. Und das ist unsere Berufung. Meine Tochter, wenn du wüsstest, welch großen Verdienst und Preis. Ein reiner Akt der Liebe zu mir ist, würdest du vor Freude sterben. Ein Akt der Liebe, merkt dir, ich mache das aus Liebe zu dir, Jesus, aus Liebe zum Vater für die Rettung dieser Welt. Das ist etwas ganz Großes. Und dann sagte ich, sage es deshalb, damit du dich unentwegt durch die Liebe mit mir vereinigst, diese Vereinigung mit Jesus, auch die Vereinigung mit Jesus am Kreuz, ja das ist das lebensziel deiner seele wenn euch mein tod und meine liebe zu euch nicht überzeugt hat was wird dann euch überzeugen fragt jesus oft verletzt mich eine seele tödlich und hier kann mich niemand mehr trösten sie benützen meine gnade um mich zu beleidigen es gibt seelen die meine Gnaden verschmähen und auch alle Beweise meiner Liebe, die sie hören, nicht auf mein Rufen und gehen in den Abgrund der Hö Hölle. Sie hören nicht auf dieses Rufen Jesu. Der Verlust der Seelen versenkt mich in Todestrauer, sagt Jesus. Hier kann ich der Seele nicht helfen, obwohl ich Gott bin, denn sie verschmähen mich. Mit dem freien Willen ausgestattet kann sie mich. Kann, kann mich die Seele verschmähen oder mich lieben? Das ist ganz wichtig. Also noch einmal, mit dem freien Willen ausgestattet, wir haben den freien Willen, Kann mich, können wir Jesus verschmähen oder ihn lieben. Du Verteilerin meiner Barmherzigkeit, künde der ganzen Welt von meiner Güte. Damit wirst du mein Herz trösten. Verkündigen wir diese Barmherzigkeit Gottes. Dann ist es auch wichtig, ja. rufe auch meine Barmherzigkeit um 3 Uhr nachmittags, besonders für die Sünder, und tauche sie in meine Passion ein, besonders in der Verlassenheit, während meiner Todesangst, wenn auch nur für einen kurzen Augenblick. Das ist die Stunde der großen Barmherzigkeit für die ganze Welt. Versuchen wir wirklich so, diese Stunde der Gnade zu leben, auch wenn ich in der Arbeit bin. Ich kann uns einen Moment innehalten und sagen, so jetzt mache ich diese Arbeit aus Liebe zu dir. Und ich möchte diese Barmherzigkeit wirklich annehmen. Noch ein Wort. Doch Kind, du bist noch nicht im Vaterhaus. Geh also durch meine Gnade gestärkt und kämpfe um mein Königreich in den Seelen der Menschen, sagt er zur Faustina. Kämpfe wie ein Königskind und denke daran, dass die Tage der Verbannung schnell vorübergehen und mit ihnen die Möglichkeit für den Himmel Verdienste zu sammeln. Da weist Jesus auf etwas ganz Wichtiges hin: Verdienste zu sammeln, Schätze zu sammeln, indem ich Gutes tue. Jetzt ist die Zeit der Schatzsuche und Anführungszeichen ja Schätze für den Himmel. Alles, was ich tue, an Gutem. Vergessen wir das nicht. Bleib für die Ewigkeit. Auch im letzten Moment unseres Lebens wird das sichtbar werden im Buch des Lebens. Es ist niedergeschrieben. Auch die kleinen, den kleinsten Akt der Liebe, den wir tun. Jedes Lächeln. Es ist aufgeschrieben. Und das steht da. Und das ist dann mein Verdienst. So wollen wir ganz in dieser Liebe bleiben. Dann sagte. Jesus weiter. Im Alten Testament habe ich zu meinem Volk Propheten mit Blitz und Donner ges äh, gesprochen. Ja. Heute sende ich dich zu der ganzen Menschheit mit meiner Barmherzigkeit. Merke den Unterschied. Ja? Diese Barmherzigkeit Gottes, heute sende ich dich zur ganzen Menschheit mit meiner Barmherzigkeit. Ich will die, ich will die wunde Menschheit nicht strafen, sondern gesund machen. Sie an, Barmherz, an mein barmherziges Herz drücken. Von Strafen mache ich Gebrauch, wenn sie mich nicht, wenn sie mich dazu zwingen. Aber meine Hand greift nicht gerne nach dem Schwert der Gerechtigkeit. Ihr seht, Gott, der Vater, möchte durch seinen Sohn Jesus die ganze Welt umarmen in dieser Barmherzigkeit. Das dürfen wir auch tun, ganz persönlich. Ich nehme jetzt diese Liebe Gottes wieder neu an. Seine Barmherzigkeit. Und das ist der Moment tiefer Gnade. Eine tiefe Gnade, die er uns schenkt. In dieser Stunde, sagt Jesus weiter, kannst du alles, was du wünschst, für dich und andere erlangen. Es ist die Stunde der Gnade für die ganze Welt. Barmherzigkeit triumphierte über die Gerechtigkeit. Diese Gnadenstunde von drei bis vier. Gerade dort, eben wo Jesus schon... Äh, gestorben ist um drei, aber sein Herz geöffnet worden ist. Das dürfen wir nicht vergessen. Nicht? Hier fließt der Blut und Wasser aus seinem Herzen genau in dieser Stunde. Für mich ist es wichtig zu verstehen, ja, wenn Jesus uns diese Worte sagt, dass wir das auch wirklich bewusster auch ernst nehmen. Vielleicht noch ein ganz wichtiger Moment den ich noch einmal ergänzen möchte auch zu diesem wort des ablasses die kirche schenkt uns den ablass oft verstehen wir nicht was heißt ablass auch der ablass gerade am Barmherzigkeit-Sonntag, den wir empfangen können indem wir beichten ja indem wir die heilige kommunion empfangen ja es ist ganz wichtig das ist ein ganz großer gnadenmoment ja. Wo unsere Seele wirklich eingetaucht wird, ja? eingetaucht wird in dieses Geschenk, das uns die Kirche gibt. Ja? Was ist dieser Ablass? Ablass, so heißt es auch ganz konkret, die Sünde zieht nach der Beichte auch eine zeitliche Strafe nach sich. Mit dem Ablass tilgen wir die Strafe für die Sünden, die uns in der Beichte schon vergeben wurde. Also die zeitlichen Sündenstrafen. Der Ablass ist der von gottgültigen Nachlass zeitlicher Strafen, die hier oder im Jenseits noch abzubüßen sind. Also auch so eine Art Wiedergutmachen. Wie kann man das gut verstehen? Also, jemand wirft im Zorne einen Stein auf das Fenster. Ja, was geschieht? Es ist kaputt. So. Es ist kaputt. Ich beichte, bereue, aber die kaputte Scheibe ist noch da nicht. Die sie wiedergutmachen. Vergessen wir auch das nicht, dass wir auch Buße tun sollen für unsere Sünden. Etwas, was wir ganz vergessen heute. Ja. Ja, wir waren es beichten, haben das Gebet gebetet, und das ist fertig. Ja nein es braucht auch eine wiedergutmachung unserer sünden denn meine sünden haben eine konsequenz für die ganze kirche für die ganze menschheit es ist ja nicht so dass es keine auswirkung hat auf andere denn ein negatives wort das ich gesprochen habe geht ja weiter also die sünde hat so diese auswirkung und verletzt auch andere menschen und es geht es darum dass ich Buße tue für das, was ich getan habe. Und das kann ein Opfer sein, das kann einmal ein Fasttag sein, egal was ich mache. Ich möchte das auch Buße tun für meine Sünden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon einmal gemacht habt, nicht? aber es ist auch ganz wichtig. Das ist dieser Ablass. Und die Kirche jetzt schenkt uns jetzt quasi dieses große Geschenk, dass das, was da als kaputt war an Scheibe, auch in der Kirche wiederhergestellt ist. Ablass. Man hat das sehr, ich möchte so sagen, weggeschoben in der Zeit der Reformation. Und Abbas ist so wie ein rotes Duft mit dem möchte ich nichts zu tun haben und vergisst das große Geschenk, was die Menschen hier haben. Ich selbst habe das ja auch nicht gewusst. Aber Gott hat mir hier auch ein ganz großes Geschenk gemacht. Jetzt seht ihr, was ein Geschenk sein kann. Ich hatte einen Autounfall. Ein Autounfall. Und zwar ist mir jemand hineingefahren und ich hatte Gehirnerschütterung. So der Humor Gottes, dieser Unfall war genau an der Kreuzung zum Krankenhaus. Ja. Also es war nicht weit zu fahren. Und nachdem ich, eine, nachdem ich eine Gehirnerschütterung hatte, hatte ich so ein Einzelzimmer bekommen: Stille und Ruhe. Ich war nämlich unterwegs zu Exerzitien, wo ich teilnehmen wollte. Ja. Hat Gott mir andere Exerzitien geschenkt, die Exerzitien des Schweigens und der Stille? Also war ich dort. Dann kam der Krankenhausseelsorger und fragte mich: Da wollen Sie vielleicht beichten? Ich habe gesagt: Bitte, ich möchte die tägliche Kommunion haben. Wollen Sie beichten? Ja. Na, dann beten Sie auch die Ablassgebete. ja? Das ist ein eben. Die Gebete, Glaubensbekenntnis, Vater Unser, Christus, heißt Maria, seit dem Vater auf die Meinung des Heiligen Vaters. Und ich bete diese Gebete und plötzlich öffnet sich der Himmel. Dann habe ich verstanden, genau das, ja, was eigentlich Folgen meiner Sünden ist, weg. Ich darf in den Himmel schauen. Und dann habe ich verstanden, was das für ein großes Geschenk ist. Und seitdem nütze ich jede Möglichkeit, auch einen Ablass zu gewinnen. Ja, auch für die Verstorbenen dürfen wir diesen Ablass gewinnen. Die Kirche schenkt uns ja vom 1. bis zum 8. November die Möglichkeit, für jeden Tag für eine arme Seele einen Ablass zu gewinnen. Stellt euch mal vor, wie dankbar diese Seele ist, wenn wir das tun. Und oft denken wir nicht mehr daran und so weiter. Nicht? Wir haben Urbit-Orbit zu Weihnachten und auch zu Ostern, den Barmherzigkeit-Sonntag. Wir haben auch das Fester Pozuncola, 2. August, also Tage, wo wirklich ja, wir diesen Ablass gewinnen können. Es gibt auch noch Orte, unter anderem auch Krakau, wo man noch bis heute diesen Ablass gewinnen kann, wenn man durch diese Pforte durchgeht. Ja. Ich denke es auch in Deutschland gibt es noch gewisse Orte, wo das noch äh, bis heute erhalten geblieben ist. Dass sie verstehen, diesen Ablass zu gewinnen, ja, ist ein Geschenk. Und dann darf ich wachsen, ja, in der Freude, in der Heiligkeit, auch im Heil werden. Schwester Faustina hatte auch eine große Gnade. Schwester Faustina durfte in den Himmel schauen. Sie durfte das Fegefeuer sehen und auch die Hölle sehen. Und sie war zutiefst betroffen von dem, was sie gesehen hat. Und gerade das war für sie auch so eine Motivation, wie auch die Kinder von Fatima motiviert waren. Alles zu tun, dass die Seelen gerettet werden. Das soll auch für uns ein Moment sein. Es gibt den Himmel, es gibt das Fegefeuer, es gibt die Hölle. Davon spricht auch die Kirche sehr klar, dass es den Himmel gibt, das Fegefeuer und die Hölle. Aber wir wollen alles tun, dass die Menschen wirklich gerettet werden, bewahrt werden, in diese Hölle zu fallen. Und das ist eine wunderschöne Berufung. Menschen zu retten. Und ich wünsche euch, dass ihr diese Berufung spürt. Und ich möchte euch wirklich einladen, dass wir jetzt, wenn wir so vieles von der Barmherzigkeit gehört haben, dass wir bitten, Herr, lass uns die verstehen, wie groß deine Liebe ist. Und Vater, du hast deine Liebe durch das Herz deines Sohnes uns geschenkt. Du hast Quelle dieser Liebe. Wir wollen diese Liebe wirklich bewusst annehmen jetzt, ganz bewusst annehmen, von deinen Händen annehmen, für uns selber, dass deine barmherzige Liebe uns wirklich verwandelt, umgibt, neu macht. Aber wir wollen auch heute deine barmherzige Liebe annehmen, für alle in unseren Familien, für alle Bekannten, Verwandten, besonders für jene Menschen, die uns... Schweres in unserem Leben zugefügt haben, wollen wir heute deine Barmherzigkeit annehmen. Und wir wollen sie auch annehmen. Für alle Menschen, die die Entscheidungen treffen in dieser Welt, die Krieg machen, Krieg wollen, ja, die die Welt einfach durch Krieg zerstören wollen. Du weißt ihre Motivation. Wir nehmen deine Barmherzigkeit an für sie. So möge diese Barmherzigkeit wirklich die ganze Welt einhüllen, sodass du, himmlischer Vater, die ganze Welt einhüllst mit deiner Liebe und Barmherzigkeit, so dass sie gerettet wird, wirklich gerettet wird, und dass du der Welt ein neues Pfingsten schenkst, dass diese Welt verwandelt wird, verwandelt wird und neu strahlen darf und das Reich des Vaters auf diese Welt kommen kann. Wir glauben und vertrauen dir, Vater. Du bist unser Vater. Amen.